Ich sage das vielleicht immer so selbstverständlich daher und dann die elektrische Feldstärke wird beeinflusst, also die geht zurück und damit wird die Kapazität erhöht. Ich sagte ja, ich wollte nochmal darauf eingehen, ich mache das auch nochmal. Wir nehmen unseren guten alten Plattenkondensator und wir stellen uns mal vor, die Spannung, die hier anliegt außen, ist klein. Ich sagte das schon mal. Guckt nochmal, da habe ich es ausführlicher gemacht. In dem Link I, der hier oben erscheint, zum Thema elektrischer Fluss, wer das noch ausführlicher haben will. Aber jetzt mal ganz kurz alles im Zusammenhang. Habe ich wenig Elektronen drauf, also wenig Ladung vorhanden? Okay, habe ich wenig Feldlinien. Wenn ich jetzt sage, ich habe schon viel Ladungen drauf, dann ist das Feld stärker geworden. Dann passen hier nicht mehr so viele drauf. Das heißt, was ich hier nachliefere, muss ich durch eine höhere Spannung irgendwie ausgleichen. Mit anderen Worten, ich muss mehr aufwenden, um hier drauf zu kommen, weil die Feldstärke größer ist. Vielleicht nochmal anders. Das Thema Feldlinien, Flussdichte und so weiter habe ich auch nochmal hier verlinkt. Guckt drauf, das Video wartet hier, das bleibt stehen und ihr verpasst dann nichts. Nochmal weiter im Zusammenhang. Ich hatte auch beim Thema Verschiebungsflussdichte, also elektrische Flussdichte, der Link hier, ne? Ihr könnt gucken, hatte ich auch gesagt, es gibt nicht bloß den einfachen Strom, der aus Leitern besteht, sondern es gibt auch einen Strom, der aus Nichtleitern besteht. Hat Maxwell damals herausgefunden. Nochmal zu unserem Beispiel Plattenkondensator. Ich nehme jetzt mal nur die Seite. Wenn ich also hier schon ein paar dunkelblaue vorhandene Elektronen drauf habe, lege jetzt hier eine Spannung an. Ich lasse die rote Seite mal weg. Lege hier eine Spannung an und es kommen weitere Elektronen nach. Was machen die mit den alten? Mal hier größer dargestellt. Na, dann werden die alten verschoben. Und zwar von denen. Denn negative Ladungen stoßen sich ab. Ne? Der schiebt den an, der schiebt den an. Die schieben sich alle zur Seite. Was bedeutet das aber? Wenn die sich alle zur Seite geschoben haben, passen mehr Elektronen drauf. Ich habe also dichtere Feldlinien. Müsste eigentlich logisch sein. Das waren die bisherigen. Jetzt kommen schon ein paar neue. Also habe ich schon mehr Feldlinien. Also ist die Stärke des Feldes größer. Aber ich wollte ja zur Kapazität etwas sagen. Wieso die Kapazität durch Schwächung des Feldes größer wird. Naja, gucken wir es uns nochmal an. Anhand der Formel hatte ich das so in dem Videoplatten, also Polarisation bzw. auch Kondensator in diesen beiden Videos. Hoffentlich kriege ich das alles hier unter. Hatte ich ja so schlechthin gesagt, naja, nun, wenn wir ein Dielektrikum, also einen Nichtleiter hier einfügen, dann geht laut Formel die Kapazität hoch. Ja, das mag ja bis dahin einsehbar sein. Aber warum? Guckt bei Polarisation nach. Wenn ich ein Dielektrikum, also einen nichtleitenden Stoff einfüge, zwischen die Platten dazufüge, was mache ich dann? Ich schwäche das Feld. Und jetzt nochmal zum Zusammenhang. Wenn ich das elektrische Feld schwäche, ja, dann bietet es nicht mehr so viel Widerstand gegen neue nachfließende Elektronen hier in diesem Beispiel. Wenn das Feld also schwächer geworden ist, also auch die Feldlinien, die ja nur ein Ausdruck dessen sind, wenn das Feld schwächer geworden ist, naja, dann bietet es mehr Platz für neue nachkommende Elektronen. Ah, vielleicht kommen wir jetzt der ganzen Sache noch ein bisschen näher. Ich kann mir das hier, das Einfügen eines Dielektrikums, auch so vorstellen, dass, wenn ich durch Polarisation diese Dipole des Elektrikums ausgerichtet habe, dann guckt mal, wenn ich hier negativ anliegen habe, habe ich hier einen positiven und hier einen negativen. Die richten sich also genau entgegengesetzt aus. Kleine Batterien in Reihe geschaltet, sozusagen. Jetzt nehmen wir mal ein Ersatzschaltbild dafür. Ich habe ein äußeres Feld und da habe ich eine Spannung von 6 Volt. Das soll hier mal das äußere Feld darstellen, das hier. Ich messe, habe ich 6 Volt normalerweise. Wenn ich aber eine Gegenspannung, zur Sicherheit mal über zwei Widerstände, damit es keinen sogenannten Kurzschluss gibt, wenn ich aber eine Gegenspannung genau umgekehrt gepolt, guckt man hier, die Pole sind andersrum, dagegen schalte von einem Volt, ja, dann kann ich hier nur noch 5 Volt messen. Andersrum gesagt, ich habe hier wieder Platz für neue Elektronen. Wenn ich also hier außen 6 Volt nochmal zusätzlich anschließe, dann kann ich noch mehr auf den Kondensator geben? Uff, hoffentlich hilft dieses Beispiel. Ja, ich habe mir noch lange Gedanken gemacht und mich noch mit Kollegen unterhalten. Deswegen auch dieses Video. Nochmal zur Feldliniendichte.
Bei kleinem Abstand, ne? Wir hatten ja gesagt, aha, durch einen großen Abstand, dann wird die Kapazität kleiner und so weiter und so fort. Bei einem kleinen Abstand habe ich relativ dichte Feldlinien. Dazwischen, zwischen den Plattenkondensatorplatten, habe ich ein relativ homogenes Feld, ne? Gleichmäßig. Und außen an den Rändern werden zwar auch noch Feldlinien auftreten, aber nicht so viel. Je enger der Abstand ist, umso weniger. Ziehe ich das Ding auseinander, ja, dann werden sich die Feldlinien weiter im Raum verteilen. Also ist die Gesamtdichte des Feldes kleiner geworden. Das ist der eine Aspekt. Wenn die Gesamtdichte kleiner geworden ist, heißt das aber, es passen wieder mehr rauf. Noch ein Aspekt. Wir hatten ja beim elektrischen Fluss gesagt, das ist eigentlich nur die Wirkung. Die Wirkung, und zwar vermittelt über die Kraft. Die Wirkung eines elektrischen Feldes vermittelt über die Kraft. Ich hoffe, dass das noch hierhin geht, aber notfalls guckt bitte nach und sucht elektrische Feldstärke und so weiter und Kraft. Bei einem kleinen Abstand ist logisch, dass sich ungleichnamige Pole 10-mal besser anziehen können. Ach, 10-mal, Entschuldigung, ich sage es mal richtig. Das wächst im Quadrat zur Entfernung im Allgemeinen. Das ist so ähnlich wie beim Gravitationsgesetz oder bei, ja, nehmen wir Magneten, ihr kennt das alles. Man hält die Magneten aneinander, aber noch nicht ganz. In gewissen Abstand merkt man die Kraft und je enger man zusammenkommt, umso drastischer ziehen die sich an. Das meine ich auch damit. Also dieses quadratische zunehmende Kraft. So, und das ist auch mit einem Grund, wenn ich also sage, elektrischer Fluss, Vermittlung der Kraft. Ja, wenn ich die Dinger weiter auseinanderhalte, ist die Kraft kleiner, das Feld ist dadurch geschwächt. Immer wenn das Feld geschwächt ist, hört sich nicht schlimm an. Das hört sich immer dramatisch an, als wenn dann alles kaputt geht oder irgendwas. Nee, dann passt mehr drauf. Ich hoffe, ich konnte zum Verständnis nochmals beitragen. Ich verbleibe mit besten Grüßen. Macht's gut, tschüss.